Hallo ihr Lieben. Ja, es ist jetzt wieder eine Woche rum und ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin super happy, was vielleicht auch hiermit zu tun hat. Ich wollte euch unser neues Familienmitglied vorstellen. Und zwar ist das die kleine Maus hier. Sag hallo, Annabelle. Das ist die kleine Annabelle, die ist jetzt 10 Wochen alt. Und das ist ein kleines Chihuahua-Mädchen als Verstärkung sozusagen, weil wir sind eindeutig zu viele Jungs in der Familie. Ich habe mich durchgesetzt. Ich brauchte weibliche Verstärkung, weil, ja, wie gesagt, es sind einfach zu viele. Papa und zwei Jungs noch und der dritte ist ja wie gesagt im Anmarsch und jetzt ist halt nur noch meine Tochter da und wir haben halt schon zwei Chihuahua-Jungs und jetzt habe ich gesagt, so. Und das als krönenden Abschluss und ist sie nicht süß? Schaut sie euch an. Ich finde die voll drollig und die ist echt, ja, ich wollte sie euch vorstellen. Und gut, ja, was hat sich denn getan? Einiges, einiges. Gestern zum Beispiel, ich hatte Schwangerschaftsübelkeit. Also es war wirklich wie am Anfang. Da war mir richtig schlecht. Oh, ich kletterstühle dürfen wir noch. Da war mir wirklich richtig schlecht. Also ich konnte auch nicht wirklich viel essen und trinken sowieso nicht. Und gut, es hat sich jetzt auch sehr viel ereignet. Ich denke mal, es war auch Stress. Ja, es hat sich sehr viel ereignet wegen dem Umzug. Ich habe letztendlich einen Transporter bekommen und in ein paar Tagen können wir einziehen. Es hat sich alles ein bisschen hingezogen wegen Renovierung und das war alles ein bisschen blöd. Aber so wie es aussieht, wenn jetzt dann alles steht und alles sauber ist, dann können wir in 3 Tagen einziehen und dann mache ich mit euch wie versprochen die Haustour und filme das alles so ein bisschen. Nur jetzt ist das noch voll chaotisch und das würde nichts bringen. So, jetzt bin ich schon wieder total abgeschweift. Das passiert mir immer. Gut, Schwangerschaftsbeschwerden, genau. Wegen der Übelkeit, das ist aber, ging heute wieder. Dann hatte ich so schlimme Senkvenen, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich bin zur Kontrolle ins Krankenhaus gegangen. Und die haben ein CTG gemacht und haben ja alles untersucht. Und der kleine Mann hat sich Gott sei Dank gedreht. Er liegt jetzt hier im Kopf nach unten, hoffe ich zumindest, dass er es immer noch tut. Weil gestern Abend beim Autofahren, also auf der Heimfahrt von dem neuen zum alten Haus, hatte ich das Gefühl, dass er sich irgendwie schon wieder gedreht hat. Also der hat wirklich so zur Seite, so muss ich gerade mal absetzen, hat wirklich zur Seite so stisch irgendwie und so gegen den Muttermund so runter dann gedrückt und das war echt unangenehm, das hat echt wehgetan. Ich habe gedacht, oh mein Gott, du wirst doch jetzt nicht rausplumpsen. Aber war alles gut, es ging dann wieder und ja, Gott sei Dank, meine Atemprobleme habe ich jetzt nicht mehr so. Ich merke jetzt, es wird alles etwas größer, ich habe Rückenschmerzen und der Bauch, der wird so dick auf einmal. Ich habe das Gefühl, der hat schon wieder zugenommen. Genau, er hat auch zugenommen. Das haben die nämlich im Krankenhaus gesagt. Der hat jetzt, also hatte, wann war ich im Krankenhaus? Vor 5 Tagen ungefähr. Hatte er 1880 Gramm. Und der Schnitt ist ja eigentlich immer weit höher, weit niedriger. Und ich habe aber jetzt vergessen, wie groß er war. Gut, morgen weiß ich dann mehr, weil morgen habe ich wieder eine Vorsorgeuntersuchung und da gucken wir dann mal. Was war denn noch? Rückenschmerzen, habe ich das schon erwähnt? Gut. Der Muttermund, das sticht immer so ein bisschen, weil der kleine Mann, der drückt halt so runter irgendwie und es ist halt echt blöd. Dann tritt er teilweise so in die Rippen oder holt so aus und dann denkst du dir, holla,
das tut jetzt aber ganz schön weh. Das ist echt, das ist nicht lustig. Nein, das ist blöd. Wenn er dann so tritt und das macht keinen Spaß, nein. Ja, ansonsten geht es mir recht gut. Mit dem Kreislauf hatte ich ein bisschen Probleme und ja, ich glaube, ich habe auch sehr wenig getrunken. Das haben die mir aber auch im Krankenhaus gesagt. Die haben gesagt, ich trinke zu wenig und sie müssen mehr trinken. Und da musste ich dann so eine ganze Flasche Wasser exen. Ich habe keine Ahnung, wann ich das zum letzten Mal getan habe. Dementsprechend musste ich dann auch auf Toilette. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Stoffwechsel ist momentan nicht der beste. Ich entweder muss ich total oft oder dann kommt es vor und dann habe ich Verstopfung und das ist irgendwie alles ein bisschen doof. Ja, ich habe jetzt ein paar Schwangerschaftsstreifen dazu bekommen. Ich wollte eigentlich keine kriegen, aber hat sich alles nicht gelohnt. Naja, gut. Egal. Ich hoffe, das geht jetzt ganz schnell rum, die 9 Wochen. Es sind ja nur noch 9 Wochen, ne? Aber ich muss erst fertig sein jetzt mit dem Haus und dann kann er von mir aus kommen. Und ja, es gibt eigentlich sonst nichts zu erzählen, wie ihr seht. Ich sage immer, beim nächsten Mal gibt es mit Sicherheit mehr zu erzählen, aber irgendwie gibt es doch, klar. Ich habe es neben mir stehen und total übersehen. Kleine Maus, ich muss dich gerade mal runtersetzen. Guck. Ich habe mir nämlich was gekauft. Aha. Das ist nämlich dieses schicke Teil hier. Ich hoffe, man sieht's. Das ist ein Baby-Kindersitz von. Lass mich nicht lügen. Das steht hier nicht drauf. Doch klar, von Kitty Nest. Das zeigt also. Hier, das kann man dann, sind dann hier so Knöpfe so, die drückt man dann und dann geht das so hoch oder runter, wie man das möchte. So, so heißt das. Kitty Nest. Genau, das Lustige an diesem Ding ist, dass dieses Dach separat hoch und runter geht. Also man hat ja hier den Griff. Und bei den meisten ist das so, dass der Griff, also dass das Dach mit am Griff befestigt ist. Ja, das heißt, wenn du es hinstellst und den Griff nach hinten machst, dann ist das Dach auch gleich mit weg. Und deswegen habe ich mir erlaubt, dieses schöne Produkt hier mir auszuwählen. War auch recht günstig, muss ich sagen, hat 40 Euro gekostet. Ja, also es ist jetzt auch recht leicht, nicht so globig wie die anderen Teile. So, ich mach das mal wieder weg. Ja, hier ganz normal, also dann kann man das hier so aufmachen. Das geht auch ganz einfach. Oh Mann, das ist echt blöd, ne? Hier sieht das gar nicht richtig. Ja, also eigentlich ganz toll. Und ja, hier noch mit einem extra Nestchen drin. Kann man ja rausmachen, wenn sie größer sind. Ja, finde ich gut. Hat mir gut gefallen. Ja, die Farbe dazu habe ich mich hinreißen lassen. Das war eigentlich, mein Freund fand die Farbe ganz toll. Aber gut, sei es drum. Jetzt kommen wir noch schnell zum Bauch. Annabelle, pass auf, ich will dich nicht treten. Weil wir sind ja heute gleich fast fertig, ne? So, ich habe hier heute mal was drunter. So. Ich meine, da wäre schon wieder was dazugekommen. Ich weiß auch nicht. Also, ja, wundert euch nicht. Ich sehe heute aus wie, ja. Aber das bringt so einen Umzug mit sich. Ja, kleiner Mann. So, das wäre es eigentlich auch schon.
Ich wollte mich ja noch bedanken. Nein, erst mache ich das, was ich eigentlich schon am Anfang machen wollte, weil wir hatten ja jetzt schon den ersten Advent und da wollte ich noch allen einen schönen ersten Advent wünschen, nachträglich. So, und dann wollte ich mich bedanken, weil ich habe jetzt offiziell 2 Abonnentinnen. Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ich hoffe doch. Und ich freue mich, dass euch meine Videos gefallen. Und dass ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass sich überhaupt jemand die Videos anguckt. Ja, also deswegen bin ich schon mächtig stolz. Und danke. Und guckt weiter. Ich bemühe mich, die immer ganz gut zu machen. Und klar, ich bin noch neu, aber ich versuche die immer so spannend wie möglich zu machen. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Wenn ihr Videovorschläge habt, dann postet es mir bitte. Wenn ich irgendwie was machen soll, wenn ihr irgendwas Spezielles wollt, dann, ja, keine Ahnung, lasst euch was einfallen und dann kann ich da gerne drüber reden. Oder ihr könnt mir auch Fragen irgendwie schreiben, was ihr gerne über mich wissen wollt. Und dann mache ich da auch ein extra Video zu. Dann kann ich das ja vielleicht mal in einem extra Video beantworten oder so. Wie gesagt, lasst euch was einfallen, seid kreativ. Und ich glaube, ich laber schon viel zu lange. Ich sehe jetzt hier die Uhrzeit nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der 32. Schwangerschaftswoche. Da zeige ich euch dann auch meinen Kinderwagen. Nicht wundern, der ist aber momentan umgerüstet zum Sportwagen, weil ich den noch anderweitig nutze. Ja gut, aber das ist ja dann, hat sich ja dann auch erledigt, sobald der kleine Mann dann da ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Allen bald Mamis, allen Schwangeren. Einen schönen Verlauf, einen guten Verlauf. Und ja, die Annabelle und ich, wir verabschieden uns jetzt. Annabelle, guck mal in die Kamera. Wir verabschieden uns jetzt. Ne? Und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.